Hallo zusammen. Wir freuen uns, euch heute einen ersten Einblick in das brandneue Die Sims 4 zu präsentieren. So. Ihr werdet unsere neuen Sims kennenlernen, unsere Kreativtools in Aktion erleben und bekommt einen Eindruck vom Leben meiner Sims. Das ist das neue Erstelle einen Sim. Hier erwachen meine Sims zum Leben. Erstelle einen Sim macht Spaß, ist intuitiv und leistungsstärker als je zuvor. Ich klicke direkt auf meinen Sim, um etwas zu ändern. Ich benutze keinen Schieberegler, sondern drücke und ziehe ganz einfach. Mit diesem neuen Feature ist es so einfach wie nie zuvor, Sims zu erstellen, die bis dahin nur in meiner Vorstellung existierten. Ich möchte euch zeigen, wie sehr man ins Detail gehen kann. Ich klicke direkt auf das Gesicht eines Sims, um sein Aussehen zu verfeinern. Das ist, als würde man mit Ton spielen. Ich kann eine Nase formen, den Mund detailliert gestalten, die Augen optimieren. Diese neuen Sims können aussehen wie ich, meine Freunde oder irgendjemand sonst da draußen. Mit dem neuen Erstelle einen Sim gebe ich meinen Sims eine Persönlichkeit. Ich kann ihre Stimmen wählen und bestimmen, wie sie sich bewegen. Hier beginnen sie ihren Lebensweg. Nachdem ich nun meine Sims erstellt habe, möchte ich ihnen ein Haus bauen. Für die Sims 4 haben wir alle Kreativtools neu gestaltet, sodass sie intuitiv sind und Spaß machen. Ich kann einfach in die Spielwelt hineingreifen, um schnell etwas zu ändern. Ich platziere ein Zimmer, ich drücke und ziehe es in die gewünschte Form und ich kann schnell zusätzliche Zimmer ergänzen. Wenn mir der Grundriss meines Hauses nicht gefällt, kann ich jetzt ganz einfach ein Zimmer nehmen und es verschieben. Und die Möbel und Dekorationen des Zimmers kommen direkt mit. Trotz der zahlreichen neuen Möglichkeiten, Häuser individuell zu gestalten, geht das Bauen schneller als je zuvor. Diese neuen Tools sind praktisch, leistungsstark und machen jede Menge Spaß. Dieses Haus würde wirklich jeder Sim gerne sein Zuhause nennen. Und wie läuft nun das Leben in diesem Haus ab? Ich möchte die Geschichte meiner Sims erzählen. Sophia, Olli und André. Sophia hat ein paar Leute zu Besuch und wie üblich reißen sich die Jungs um ihre Aufmerksamkeit. Im Moment läuft es sehr gut für Olli, wie man an seinem Grinsen erkennen kann. Olli fühlt sich selbstsicher. Hier drüben kann ich seinen Gefühlszustand sehen. Zum allerersten Mal haben wir Sims mit Gefühlen geschaffen. Mithilfe dieser Gefühle könnt ihr steuern, wie diese neuen Sims sich bewegen, wie sie sich fühlen und das Leben wahrnehmen. Gefühle geben euch zusätzliche Möglichkeiten. Ihr könnt tiefgründigere Geschichten mit mehr Potenzial erzählen. Ich zeige euch wie. André? Der ist gelangweilt. Ich werde den Laden etwas aufmischen. Ich lasse André Olli die Tour vermasseln. Ah, mit diesem traurigen Lied hat André bei Olli eine depressive Stimmung hervorgerufen. Er kann die Tränen einfach nicht zurückhalten. Ich lasse ihn lieber gehen, bevor er sich lächerlich macht. Dank seines Geniestreichs hat André jetzt die perfekte Gelegenheit, bei Sophia den richtigen Ton zu treffen. Armer Olli. Vielleicht habe ich ihn ein bisschen zu weit getrieben. Mit der Zeit wird seine Depression abflauen. Er wird sich besser fühlen, aber immer noch etwas traurig sein. Gefühlszustände bieten mir eine Menge verschiedener Möglichkeiten. Ich möchte Olli aufheitern. Und ich habe auch schon einen Plan. Ich glaube, ein wenig Voodoo-Zauber könnte André ausbremsen. Mit der Voodoo-Puppe habe ich André zu einem sehr zornigen Sim gemacht. Und Sophia? Sie verliert schnell das Interesse. Zum Glück habe ich einen Fitnessraum gebaut. Und ein Boxsack ist perfekt für einen Sim, der etwas Dampf ablassen möchte. André ist immer noch zornig. Aber mit ein paar Runden am Boxsack habe ich ihn so weit, dass er sich etwas beruhigt. Er ist zwar noch verärgert, aber sein Gefühlszustand ist weniger intensiv. Aber wenn ich will, dass André noch eine Chance bei Sophia hat, muss er sich noch etwas mehr entspannen. Diese neuen stufenweisen Gefühlszustände bieten mir brandneue Möglichkeiten, mit meinen Sims zu spielen. Während André sich beruhigt, wollen wir doch mal bei Olli vorbeischauen. Olli ist in Flirtlaune und Sophia genießt seine Gesellschaft. Die beiden haben sich wohl das hier angeschaut. Ein gewagtes Gemälde. Die Dekoration, die ich gewählt habe, beeinflusst den Gefühlszustand meiner Sims. So wie sich die Stimmung aufheizt, werde ich dieses angehende Pärchen leidenschaftlich werden lassen. Und Olli stellt Sophia eine bedeutende Frage. Willst du meine Rakete sehen? Das war sehr direkt. Aber Sophia scheint Feuer und Flamme zu sein. Pech gehabt, André. Diese Nacht gehört Olli.
Vom Geigensolo bis zur Voodoo-Puppe. Meine Entscheidungen und die Gefühle, mit denen ich meine Sims konfrontiert habe, haben den Ablauf dieser Nacht wirklich verändert. Wohin sind denn Olli und Sophia verschwunden? Olli hat tatsächlich eine Rakete. Und Sophia ist beeindruckt. Diese Nacht wird Olli noch lange in Erinnerung bleiben. Nun, das ist eine gute Stelle, um zum Ende zu kommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns schon drauf, euch mehr von den neuen Sims, den neuen Kreativtools und von Die Sims 4 zu zeigen.